Verstanden. Momentan geht das nicht. Wie sieht das auf den kommenden Winter hin aus? Ist es vorstellbar, dass im kommenden Winter Österreich ohne russisches Gas auskommt, auch was die Produktion, die Industrie, Gas steckt ja in so vielen Dingen des täglichen Lebens, vom Toastbrot bis zum Zeitungspapier drin? Nein, das geht nicht. Also wir werden weiterhin jetzt diese Abhängigkeit von russischem Gas haben, weil die Mengen, die wir zum Kompensieren brauchen, nicht vorhanden sind. Also um ein Beispiel zu nehmen, es ging durch alle Medien durch. Deutschland kauft jetzt Flüssiggas ein am Markt, möchte 15 Terawattstunden Flüssiggas kaufen. Das sind alles lange Begrifflichkeiten, wir sind beide wahrscheinlich Lernende. Wir haben uns früher mit Wir nicht so viel auseinandergesetzt wie heute. Und jetzt wird es dann mit der Frage Terawattstunden und Kubikmeter Gas ein neues Wissen sein, das wir uns schnell aneignen müssen. Nun, diese 15 Terawattstunden, die angekündigt waren, haben dazu geführt, dass sich der Gaspreis so verteuert hat, dass um die 1,5 Milliarden Euro die Bundesrepublik nur 10 Terawattstunden Gas dann kaufen konnte am Weltmarkt, wenn es gleich umgesetzt worden wäre. Und nur damit wir ein Mengengefühl bekommen, wovon ich spreche. Österreich mit 8,9 Millionen Einwohnern, seine Industrie, seinen privaten Haushalten verbraucht in einem Wintermonat wie Jänner über 10 Terawattstunden Gas. Das ist das kleine Österreich. Deutschland hat jetzt 10 Terawattstunden gekauft. Können Sie sich vorstellen, in welcher Relation sich das befindet für den deutschen Gasverbrauch? Es ist eine Rechenaufgabe, es ist eine rationale Frage und deswegen wird auch der Winter, der jetzt kommt, mit Sicherheit, sofern es fließt, und das tut es bis jetzt, mit russischem Gas auch hier die Einspeicherung vorgenommen werden und die Vorsorge getroffen werden. Sie haben